Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Das Restaurant Jonathan und Sieglinde im ersten Bezirk ist ein Lokal, wo wir seit Jahren schon immer wieder hingehen, gerne hingehen. Das Jonathan und Sieglinde sind nicht die Namen von den Besitzern, sondern das steht für die Apfelsorte Jonathan und die Erdäpfelsorte Sieglinde. Also das Lokal ist spezialisiert auf Kartoffelspeisen. Es gibt die verschiedensten Gerichte mit Ofen-Erdäpfeln. Also ich bin ja Vegetarierin. Ich habe schon alles Mögliche gegessen. Erdäpfel mit Butter ist eins zum Beispiel, das einfachste. Es gibt aber auch Erdäpfel mit Kräutersoße. Oder was ich am allerliebsten esse, ist der Popeye. Das ist mit Spinat, Spiegelei und Zwiebeln. Oder auch der El Greco auf Griechisch. Das ist mit gemischtem Gemüse, auch Oliven, Schafkäse. Ja, und immer dazu sind große Kartoffeln, die auch sehr gut schmecken. Und sie sind in der Schale, aber nicht in der Folie. Also auch relativ leicht zu essen. Es gibt auch Mittagsmenü, das wechselt, und auch eine Saisonkarte. Ja, und Apfelspezialitäten gibt es auch. Also zum Beispiel bei den Nachspeisen gibt es immer wieder Apfelkuchen oder es gibt auch Apfelsäfte, verschiedene. Ich habe sehr gern den Birnenapfelsaft. Ja, und es gibt auch eine Speisekarte in Blindenschrift. Die ist allerdings nicht mehr ganz aktuell, weil eben immer wieder die Gerichte gewechselt werden. Aber so als Grundlage kann man schon noch lesen. Es ist schon, stimmt noch einiges. Und das Personal ist sehr, sehr freundlich und liest auch sehr gern die Speisekarte vor oder das Mittagsmenü. Also muss man wirklich sagen, sehr, sehr aufmerksam. Man kann draußen sitzen im Sommer. In der Riemergasse direkt, also schon am Gehsteig, aber es ist nicht sehr stark befahren. Also es ist eigentlich sehr ruhig, es ist eine Sackgasse, die Riemergasse, und man kann da sehr gut draußen sitzen. Noch als Wegbeschreibung vielleicht für die Blinden. Es ist so zwischen Stephansplatz und Stubentor von den U-Bahn-Stationen her. Und wir fahren normalerweise bis Stubentor, nehmen den Ausgang Wollzeile, überqueren dann die Wollzeile, gehen noch Richtung Stephansplatz bis zur nächsten Quergasse, das ist schon die Riemergasse. Und wenn man auf der linken Straßenseite die Riemergasse entlang geht, muss man zwei Gassen überqueren, auf der rechten Seite nur eine Gasse überqueren und fast bis ans Ende. Also wenn man bis am Ende anstoßt und es nicht mehr weitergehen würde, weil dann die Quergasse kommt, die Riemergasse beendet, dann muss man wieder ein bisschen zurückgehen zum Lokal. Es ist auf der rechten Seite. Und wenn man auf der linken Seite in der Riemergasse geht, ist ein bisschen gefährlich. Da sind mitten im Gehsteig plötzlich so ungefähr 5 Stufen hinunter. Da sind wir schon ein paar Mal runtergestolpert. Es geht rechts auch eine Rampe, aber wenn man die halt nicht sieht, ja, kommen mitten im Gehsteig einfach die Stufen. Und es hat jeden Tag geöffnet, außer Sonntag. Die Homepage ist www.jonathan-sieglinde.com und die Adresse ist 1. Bezirk Riemergasse 16. Gut, das war's. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle Folgen sind auf wien-tipps.info zu finden.